Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Accessibility-Check hier auf Mabache TV. Ich bin diesmal in der Rinderhalle in St. Marx in Wien und der Grund ist die ÜBERALL-Konferenz. Eine große Veranstaltung mit über 800 Besuchern. Das Thema ist App und Marketing, Marketing mit Apps und die Entwicklung und alle wichtigen Business Leader im deutschsprachigen Raum, aber auch international, sind heute hier. Und ich habe mir gleich mal angeschaut, wie barrierefrei ist die Veranstaltung. Wie gesagt, ich kann nur für Rollstuhlfahrer sprechen, aber ich habe auch schon einen blinden Menschen gesehen. Ich habe noch nicht die Gelegenheit gehabt, mit ihm zu sprechen. Aber soweit ich sehe, ist hier nichts Großartiges in Breitschrift ausgeführt. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte. Was die Accessibility betrifft, muss ich sagen, die Rinderhalle ist sowieso barrierefrei zugänglich. Das hier ist die Hauptbühne hinter mir. Da wird gerade kräftig umgebaut. Und das Tolle ist, die haben hinter der Bühne eine Rampe. Man könnte auch als Rollstuhlfahrer da rauf. Weiters gibt es ein paar niedere Tische. Es ist natürlich viel Stehtischzeug, aber es gibt auch niedrigere. Die Außenzone, die Chill-Out-Area, ist jetzt nicht gerade betoniert, aber doch mit dem Rollstuhl gut befahrbar. Wie schon gesagt, es ist sehr barrierefrei. Und hier gibt es auch eben Toiletten, aber nicht nur eine barrierefreie Toilette, nein. Es gibt zwei. Das ist wirklich sehr erstaunlich. Ich habe mir gedacht, beim Herfahren habe ich gleich gefragt am Empfang, wo es die Windeltoilette gibt und mir wurde eine gezeigt. Super fein. Aber jetzt habe ich gerade entdeckt, dass es zwei gibt. Und die sind wirklich sehr, sehr, sehr schön. Nicht übermäßig groß, aber groß genug. Toilette ist am Rand, aber doch, ja, man kann frontal kann man nicht auf die Toilette zufahren. Das ist ein bisschen blöd. Aber im Grunde habe ich schon viele, viele, viele Rollstuhltoiletten oder Behindertentoiletten gesehen, die weniger accessible waren als diese hier. Ich kann es mir einfach nicht nehmen. Ich will sowieso immer gerne testen, ob und wie das Ganze funktioniert, so Hilfe rufen. Und ich werde jetzt mal anziehen und schauen, wo der Alarm eigentlich hingeht und wie das Ganze funktioniert. Also, halten wir uns fest. Wir haben es gesehen, es ist außen ein Licht dran. Das heißt, es gibt einen visuellen Alarm. Wir haben ihn jetzt im ausgeschaltet, hier drinnen am grünen Knopf. Ich lasse mal los zur Sicherheit. Ach, ich glaube, es wird wahrscheinlich lange dauern, bis irgendwer kommt, bis sich wer angesprochen fühlt. Und da die Leute hier sowieso am Eingang überall vorbeigehen müssen, ist es wahrscheinlich auch sehr sicher, dass einem innerhalb einer Stunde mindestens geholfen wird. Ja, im Grunde, so Rollstuhlbarrieretechnisch, ist es eine ganz gute Veranstaltung. Viel besser als die letzten Jahre, weil die Erreichbarkeit der Rinderhalle wesentlich besser ist als alle anderen Venues wie vor. Das wäre es eigentlich für diesen Accessibility-Check hier auf Mabache TV. Danke fürs Zusehen und ÜBERALL App kann man empfehlen. Danke.